So, als nächstes Hähnchenschnitzel mit sortierten Kartoffeln. Muss ich sagen, also klingt sehr einfach, wenn man es erstmal liest. Wenn man dann allerdings diesen Teller sieht, das sieht toll aus. Also tolle Farben, schön von der Präsentation, bisschen Gemüse auch dabei. Wenn man das hier anschneidet, das sieht auch toll aus. Das Hähnchen direkt auf den Punkt, wunderbar. Das ist halt immer toll. Ich meine, Fleisch, Tomate, Käse dazu, Basilikum. Ja, wem das nicht schmeckt, ist selber schuld. Ja, keine Ahnung. Ist echt schlimm, ich habe nichts zu meckern. Ja. Also muss echt sagen, die Kartoffeln wunderbar abgeschmeckt, sind auch weich, haben genug Salz, haben eine schöne Pfeffernote, eine leichte Schärfe ist dabei. Du hast diesen fruchtigen Anteil durch die Tomate mit dem Käse, Basilikum dazu. Also nicht schlecht, Herr Specht. Ja? Das Gericht war sehr unspektakulär klang. Hähnchenschnitzel mit sortierten Kartoffeln, muss ich sagen, Präsentation, eine absolute Eins. Von der Würzung ganz toll, die Kartoffel perfekt, vom Salz, vom Pfeffer. Ich finde, die Kombination, das ist einfach so, ja, wie gesagt, wem das nicht schmeckt, ist selber schuld.